Vorbereitungen für die 58. Münchner Sicherheitskonferenz. Aus den Zimmern des Tagungshotels werden Betten heraus und Konferenztische hereingetragen. Platz muss her für die vielen informellen Begegnungen der Staats- und Regierungschefs. Die amerikanische Vizepräsidentin reist an, die Chefs von UNO und OSZE und natürlich Kanzler Scholz. Und die Russen? Sie schicken Wirtschaftsvertreter und einen ehemaligen Außenminister. Doch ein offizieller Vertreter der russischen Regierung hat sich nicht angesagt. Früher waren die Russen immer da, 2007 sogar Staatschef Putin. Schon damals ging es um die Osterweiterung der NATO. Schon damals prangerte Putin die Ausdehnung der westlichen Allianz nach Osten an. Sie sei eine Provokation und eine Gefährdung der russischen Sicherheit. Ich glaube, dass der Prozess der NATO-Erweiterung überhaupt keinen Bezug auf die Modernisierung der Allianz hat und auf die Sicherheit in Europa. Das ist im Gegenzug ein provozierender Faktor, das gegenseitig das Vertrauen senkt. Vertrauen schaffen, genau dafür will die Sicherheitskonferenz ein Forum bieten. Und nicht nur im Verhältnis NATO-Russland ist der direkte Meinungsaustausch wichtig. So geht es in München auch um den Klimawandel, die Bekämpfung der Pandemie und den Atomkonflikt mit dem Iran. Mit Spannung wird also heute und die kommenden Tage nach München geschaut. Im ARD-Morgenmagazin bezeichnete der Leiter der Konferenz Ischinger die Vorwürfe Russlands gegen die NATO als schwer nachvollziehbar. Dass kein offizieller Vertreter der russischen Seite anwesend sein wird, hält er für einen Fehler, erklärte Ischinger gegenüber Moderatorin Anna Planken. Ich kann nachvollziehen, ich persönlich, dass Sergej Lavrov, der russische Außenminister, der die ganzen letzten Jahre Russland regelmäßig bei dieser Konferenz vertreten hat, dass der eine Teilnahme in diesem Jahr nicht gerade als vergnügungssteuerpflichtig betrachten würde. Und es aber ist nun so, als zielbringend. Ja, vielleicht, aber jedenfalls hat man in Moskau offensichtlich entschieden, dass man als Regierung dieser Konferenz fernbleiben möchte. Ich halte das für einen Fehler. Viele der Hunderte von internationalen Teilnehmern und Entscheidungsträgern bedauern das natürlich sehr, dass Russland sich nicht stellt hier in München. Aber nochmal, wir haben eine ganze Reihe von sehr erfahrenen russischen Vertretern, übrigens nicht nur Vertreter von Firmen, sondern auch frühere Offizielle. Also die Diskussion werden wir nicht nur über Russland führen, sondern durchaus auch mit Russland. Und im Übrigen kann man auch telefonieren. Wenn wir aber mal über früher auch reden, es gab ja schon ganz häufig Zeichen und auch deutliche Worte, die wir auch gesehen haben von Wladimir Putin früher auf der Sicherheitskonferenz, dass Russland sich bedroht fühlt. Gibt es irgendwas, das Sie bedauern in der Retrospektive, dass Sie sagen, da hätten wir das vielleicht ein bisschen ernster nehmen sollen? Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine steht nicht zur Debatte. Ich wiederhole damit das, was Bundeskanzler Scholz die ganzen letzten Tage immer wieder wiederholt hat. Also da steckt natürlich was viel Tieferes dahinter. Da steckt dahinter der russische Wunsch, eine Situation wiederherzustellen, in der die russische Föderation von Ländern umgeben ist, die Russland untergeordnet sind, die also verzichten sollten, aus russischer Sicht, auf ihre völlige Selbstständigkeit und Souveränität, wie wir sagen. Das geht natürlich nicht. Und ich denke, wir werden hier in München uns gemeinsam noch einmal dazu aufraffen wollen, zu sagen, jeder europäische Staat muss seine Geschicke selbst bestimmen können und ohne andere zu bedrohen. Im Augenblick, wenn Putin sagt, er möchte nicht vom Westen bedroht werden, im Augenblick ist es wirklich umgekehrt. Niemand bedroht Russland. Russland bedroht seinen wichtigen westlichen Nachbarn. Der Spiegel wirft Ihnen jetzt vor, dass diese Kontakte dazu genutzt werden sollten, um Waffendeals am Rande dieser Sicherheitskonferenzen einzufädeln. Was sagen Sie dazu? Also das sind völlig haltlose Vorwürfe. Der Spiegel hat mir, hat der Münchner Sicherheitskonferenz Dutzende und Aberdutzende von Fragen geschickt, die wir alle fleißig beantwortet haben in den letzten Tagen und Stunden. Diese Fragen und Antworten sind jetzt, ich bin nämlich nicht nur in der Diplomatie für volle Transparenz, die sind jetzt auf der Website der Münchner Sicherheitskonferenz alle
einsehbar. Und jeder kann sich ein Bild machen, was an solchen Vorwürfen, Unterstellungen dran ist. Nämlich nichts.